Ein neuer Tag beginnt. Karawane ist da. Wetter ist leichter Regen. Als nächstes kommt starker Regen und dann kommt schon die Gezeitenwelle. Da ist die Karawane. So, wir haben drei Räume frei, es sind vier drinne. Lagerraum finde ich schon wichtig. Speisekammer finde ich wichtig, wir nehmen die drei. Leider können wir den nicht nehmen. Die anderen drei fahren wieder. So, weiter geht's. So, was können wir bauen? Was können wir machen? Ja, da bin ich mal gespannt. Ach, jetzt sind vier da tatsächlich. So, verstärken. Definitiv hier verstärken. Die Maus könnte auch noch was verstärken, ne? Mache ich auch. Und zwar hier. Der kann eine Blaupause machen. Da geht es ums Fischen, ne? Oder um eine Speisekammer. Oder um Essen. Ich glaube, wir brauchen erstmal Essen. Dann haben wir noch Evelyn. Evelyn kann Essen oder Holz fällen. Oder verstärken halt. Ich habe keine Ahnung, was sie bauen könnte. Achso, Holzfällerhütte. Arbeiten könnte sie nur da oben. Das geht noch nicht, ne? Achso, da schläft ja auch einer. Oder das verschützen. Vielleicht schützen wir das noch. 35, 27 Holz hätten wir auch. Ich glaube, eine Runde geht. So, was müssen wir zu essen machen? Ich glaube, das haben wir noch nicht und das machen wir. Spärliches Essen, okay, dann machen wir da noch ein mehr rein. Reichhaltiges Essen. Das gibt's nicht, oder was? Machen wir so. Ratatouille ist das, okay? Die sind einigermaßen zufrieden. So, jetzt gibt's ordentlich Regen. Dadurch wird auch das Feuer klein, ne? Ich glaube, wir machen trotz alledem zwei rein, weil es sonst zu schwach sein könnte. Wegen dem Sturm hier und dem Regen. Aber dann müssen wir auch nächste Runde Holz auf jeden Fall haben. So, Karawane ist weiter. Wir haben Essen, aber wir haben kein Holz. Starker Regen. Vorher minus 2. Ja, das war vielleicht nicht verkehrt, dass wir das da reingeschmissen haben. So, schauen wir mal. Morgen kann Wohnraum bauen oder Lagerraum bauen. Orlando kann Fischerhütte bauen oder Speisekammer. Ich glaube, da bauen wir mal die Fischerhütte. Können wir aber nicht. Was fehlt uns da? Keine Ahnung. Dann wird Orlando arbeiten. Das holen wir schon, dann geht Orlando da rein. Dann haben wir noch Evelyn. Treibhaus bauen oder Holzfällerhütte? Alternativ wäre ja noch was erarbeiten. Wenn wir arbeiten machen, haben wir 35 Holz dazu. Wir haben 5, wir kriegen also 40. Das müsste eigentlich für die nächste Runde reichen. Und bauen können wir leider nicht. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das Essen verteilen.
So, jetzt kommt der Sturmlaub, oder? Oh, mehr geht nicht. Dann verlieren wir vielleicht 20, ne? Das heißt, wir brauchen ein größeres Lager. Jetzt ist der Sturm da, oder? Karawane ist da. Wetter ist Gezeitenwelle. Aha, die zwei untersten Etagen. Die haben wir aber, glaube ich, beide geschützt. Hier, Sturm wütet. Das ist unsere letzte Chance, unsere schwächste Wurde zu verstärken. So müssen wir den Turm auch verstärken? Nein, ne? Ach, hier sind schon zwei da oben. Das ist geschützt. Ja, jetzt die Frage, ob wir nochmal schützen müssen. Ich glaube nicht, ne? Also wenn, dann hier. Aber wenn ich da schütze, aber wir haben genug Essen. So. Können Lagerraum diesmal bestimmt bauen, ja. Den möchte ich auch da bauen. Geht aber nicht. Ja, jetzt einen Lagerraum bauen wäre schlecht, wenn der hier unten nicht hin muss, weil dann würde er kaputt gehen wegen Sturm, oder? Bringt mir also nichts. Dann mach Holz. Mach hier Dingens. Und Evelyn, was macht Evelyn? Ich könnte das machen oder das machen. Eine Holzfällerhütte. Können wir denn eine Holzfällerhütte noch bauen? Oder ein Treibhaus? Okay. Ah, das geht da oben drauf. Dann machen wir das, weil da oben sollte bei diesem Sturm ja das nicht hinkommen, ne? Auf geht's. Also wir haben Insekten gekriegt und wir haben Holz gekriegt. Insekten minus Zellen. Ja, machen wir. Die haben wir ja, ne? Läuft. Moral ist dadurch besser. So, Karawane kommt an. Und wir machen nur 10 da rein, oder? Ja, weil reicht. Lassen wir mal so. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Das ist doch schon mal cool, oder? Und er guckt jetzt nach dem Sturm. Alle Mann rein. Sturm kommt. Na, schaffst du es noch? Na, schaffen es alle. Tür schon zu. Und da kommen jetzt die Wellen. Ein Kaventsmann. Nichts passiert, weil wir alles gerettet haben, oder? Tag 9. Regenbogen. Und Leute kommen an. Essen ist mit Insekten noch da. Wir haben ein bisschen Dingens. Sieht erstmal gut aus, oder? So, wir haben drei Zimmer frei. Einer bleibt hier. Ja, ich glaube, das lassen wir mal so. Gut. So. Alles klar. So, wir brauchen auf jeden Fall Essen. Der Rest ist erstmal nicht so wild.
So, der müsste jetzt mal hier eine Fischerhütte bauen, denke ich. Oder haben wir die schon? Nee, Fischerhütte hatten wir noch nicht, ne? Naja, genau, dann machen wir die Fischerhütte erst. Die kommt jetzt hier hin. Da wäre Lagerraum möglich. Vielleicht sollten wir den Lagerraum mal machen. Der geht nur dahin. Machen wir dahin. So, dann brauchen wir jemanden, der Essen macht. Das ist das Eichhörnchen, das kann besonders gut essen, ne? Ja, dann bitte Essen machen. Und hier haben wir noch jemanden, der kann Holz fällen oder Garten machen. Wir haben kein Holz mehr, das heißt, wir müssen Holz haben. Läuft erstmal. Essen haben wir. Ja, passt. Gut. Reichhaltiges Essen haben wir. Wir haben noch keine Fische, das wäre mal was anderes, oder? Aber Kleber hätte Moral doch plus 3. Aber ich schätze, unsere Moral ist gut, wir können den Fisch nehmen. So. Achso, wir sind ja jetzt hier noch nicht so weit, wir müssen erst den grünen Knopf drücken. So. Ich glaube, eine Fischerhütte haben wir jetzt. Ja, man sieht hier auch, dass hier jetzt 60 ist. Also das Lager hat was gebracht. Jetzt hätten wir hier noch eine Speisekammer, ne? Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, die auch noch zu machen. Aber die geht gar nicht. Und ich glaube, wir müssten wieder Schutz aufbauen, weil den haben wir, glaube ich, irgendwie verloren. Hier sieht man es. Den machen wir mal besser. Oh, wir haben ja kein Holz. Das war jetzt keine gute Idee. Ich glaube, das müssen wir wieder rückgängig machen. Geht das noch? Ich glaube schon, oder? Wie kriegen wir das wieder weg? Oh, das wäre jetzt nicht gut, wenn wir kein Holz mehr haben, ne? Dann wäre unser Feuer aus und dann hätten wir verloren, oder? Wie kriege ich das wieder zurück? Ja, Holzfällerhütte oder Treibhaus bauen wollen wir jetzt gerade nicht. Treibhaus haben wir ja auch zwei. So, Essen wird gemacht, Fisch wird gemacht, das heißt, eigentlich sind wir mit Nahrung gut versorgt, machen aber noch einen hier. Und hier haben wir jetzt den, der kann Holz, was ist Moral, was ist mit dem Garten? Können wir nicht bauen, weil uns da Materialien fehlen, okay. Könnte jetzt hier was, ja, das müssen wir hier mal fertig machen, geht aber nicht. Weil uns wahrscheinlich das Holz fehlt. Was machen wir jetzt?
Da ist niemand drin. Hier ist die Maus drin. Essen ist geklärt, aber das ist noch gar nicht geklärt. Läuft. So, die ersten vier Felder haben wir schon gekriegt und mehr können wir auch nicht machen. Das ist aber schon mal gut. Fisch machen wir noch mehr rein, so passt's. Und das gibt eine Leckerei im Teller. So, wir haben das eine noch nicht heile gemacht, ne? Hier am Leuchtturm müssen wir noch was reparieren. Das Feuer könnte nicht stärker sein, dann lassen wir das auch so.